Nach einer langen Durststrecke sehen Frankreichs Kinobetreiber wieder etwas Licht am Horizont. Grund sind die aktuell veröffentlichten Besucherzahlen für 2022. 152 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft. Das ist zwar immer noch rund ein Viertel weniger als in Vor-Covid-Zeiten, aber der Aufschwung ist zu spüren, auch wenn dieser zu einem großen Teil mit dem Kinostart von Avatar 2 zusammenhängt. Um die Herzen der Zuschauer zurückzugewinnen, sind neue Ideen gefragt, zum Beispiel Premium-Kinosäle wie hier in Paris. Super bequem, aber auch super teuer. Dafür immersiv, dank neuer Technik. Dank der zusätzlichen Seitentafeln wird das periphere Sehen der Zuschauer angeregt. Wenn Sie zum Beispiel Auto fahren, schauen Sie nicht immer nach rechts oder links. Sie merken aber dennoch, dass sich dort etwas abspielt. Genauso funktioniert das hier. Andere Kinos, wie das Méliès in Montreuil bei Paris, setzen auf Vielfalt und Qualität bei der Filmauswahl. Vom Blockbuster bis zum Autorenfilm ist für jeden Geschmack etwas dabei und das zu freundlichen Preisen. 6 Euro kostet die normale Eintrittskarte, 4 Euro ermäßigt. Das hat viele Filmfans überzeugt. Das vor 7 Jahren ins Leben gerufene Projekt bestand darin zu fragen, was geschieht, wenn wir den gesamten Bevölkerungsdurchschnitt und alle besten Filme des Jahres an einem Ort versammeln. Und die große Überraschung lautet, dass wir gerade das drittbeste Jahr unserer Geschichte absolviert haben. 2022 war das erste Jahr seit Corona, in dem keine Kinosäle aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werden mussten. Branchenexperten sprechen vorsichtig von einem vielversprechenden Übergangsjahr.